per me. Italiano in tutto il mondo. Ciao. Meinen Kumpel und mir ist ein Fehler unterlaufen. Wir wollten nach Waldkraiburg fahren mit dem Zug. Und wo sind wir gelandet? In Altmarkt-Samfeit. Neumarkt-Samfeit. Neumarkt-Samfeit. So eine Schweinerei. Wasserbahn gleich, müssen wir denn mal eins, gell? 13:18 Uhr. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe einmal mal keine Lust gehabt, von Mühldorf nach Waldkraiburg mit dem Fahrrad zu fahren. Dann stand drauf auf der Mühldorf. 12 Uhr noch was, Bahngleis 7, gell? Und was ist passiert? Wir wären fast nach Landshut gelandet mit dem Zug. Mei, zum Todlachen, zum Todlachen. Aber echt, was kriegt uns passiert? Da vorne ist Bahngleis 1. Also, jetzt sind wir hier Neumarkt-Samfeit und fahren Richtung Mühldorf. Richtung Mühldorf. Weil in Waldkraiburg im Zug kann man momentan für 6 Wochen nicht fahren. Und wer hat es gewusst? Wer hat es gewusst? Ich habe sie gewusst. Mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Italiener tutto il mondo, mein Gott. Heute habe ich Gerichtszimmer gehabt. Ein Gerichtszimmer in Mühldorf. Da habe ich es mal wieder krachen lassen. Da ging es um einen Doktor der Psychiatrie und Neurologie aus Waldkraiburg. Und ich habe ihn den Todesstoß versetzt. Wenn es dumm läuft, bekommen wir heute, wenn sie uns im Zug erwischen und eine Fahrkarte. Ja, was denn? Was für eine Fahrkarte hast du? Bist du bei Greiburg, oder? Ja. Ja, also rück und zurück, oder was? Nein, ich sag's dem Schaffner, dass... was, vorsichtshalber mache ich eine Karte. Fahrkarte bis nach Mühldorf. Ich hab da echt keinen Bock, auf Diskussion einzugehen. Also, wir sind hier in Neumarkt-Samfeit. Schöner Bahnhof. Gefällt mir besser als wie Mühldorf. So, jetzt schauen wir mal. Mühldorf. Mal bis nach Mühldorf geht kein Zug mehr. Doch, bis nach Mühldorf geht der Zug, aber von Mühldorf nach Waldkraiburg ist für 6 Wochen der Ofen aus. Also, entweder mit dem Bus oder ich fahre gerade wieder zurück mit dem Fahrrad. Wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes übrig. So. Was will der von mir? Also wie gesagt, ich habe heute Termin gehabt im Amtsgericht Mühldorf beim Richter Niebler. Es ging da um eine Sache wegen einem Verbrecher, einen schweren Verbrecher, einen schweren Kriminellen. Ich muss mir eine Karte machen bis nach Mühldorf. Ja, das weiß ich auch. Hast du 5 Euro? Hallo? Haben Sie 5 Euro? Scheiße. Tja, heute muss ich dran glauben. Aber Geld habe ich genug. La
Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu. Und den Rechtsanwalt, den habe ich fertig gemacht. Scheißegal. Ist der sich erlaubt? Kommt aus Regensburg und will bei uns auf dicke Hose machen. Warte ab. Hier habe ich einen Scheißdreck hier drin. So, mal schauen, ob er die 20 Euro nimmt. Er nimmt sie nicht, wahrscheinlich sind sie gefälscht. Ich versuche es noch einmal. Oh, leck mich doch am Arsch. Deutsche Bahn, ich habe hier Beweismittel, ich wollte bezahlen, gell? You fuck! Das ist ein Beweismittel. Wenn die mir verzählt, ich bin schwarz gefahren. Oh. Kohle mehr, braucht die 20 Euro. Und dann nehmt sie nicht ein. Ja, ist mir scheißegal jetzt. Ja, nehmt sie nicht ums Verrecken. Ich kann sie reinstecken, wie ich will. Italiener in tutto il mondo. Letztes Mal habe ich die Schnauze voll. Achso, der nimmt keine 20 Euro und keine 50 Euro. Tja, ich habe aber keine 5 Euro und keine 10 Euro, dumm gelaufen.
ich bin gespannt. Bin gespannt. Schnitt.